Hallo und herzlich willkommen hier zu den neuesten Filmbesprechungen beim Telestammtisch. Die drei folgenden Kritiken sind total unterschiedlich ausgefallen. Zu Beginn haben wir sowas wie eine Kuschelfilmkritik, nur dass nicht wirklich gekuschelt worden ist. Denn Johanna aka Schlogger und ihr Freund, glaube ich, nicht Ehemann, Freund und gleichzeitig Vater des gemeinsamen Kindes Maurice, haben sich den Film Eingeimpft angeschaut, eine Dokumentation, die jetzt auch fürs Heimkino erscheint, nachdem sie bereits letztes Jahr im Kino lief. Hier wird sich mit dem Thema Impfungen beschäftigt und das ist wirklich ein Gewinn, weil dieser Film die Meinungen spaltet und naja, die beiden Hübschen haben sich halt eben hier sehr intensiv mit dem Thema befasst und ich glaube, das solltet ihr euch unbedingt mal anhören. Dann gibt es noch ein Doppel, und zwar ein Doppel zum Film Wintermärchen. Wintermärchen haben sich Patrick und Marcel angeschaut. Ein aktueller Nazi-Film, kann man im weitesten Sinne sagen, wobei Nazi-Film vielleicht doch echt eine Schublade ist, in die der Film gar nicht gehört. Könnte ein Drama sein, ist ein bisschen verstörend, glaube ich, und kommt eben jetzt auch ganz aktuell in die deutschen Kinos. Und zu guter Letzt gibt es noch einen Singlecast vom Christopher zum Film Destroyer. Den hat er sich für uns angeschaut, war allerdings nicht in der Presseverführung, sondern eben hier jetzt hier ganz privat im Kino, weil wir Destroyer aber eben noch nicht bei uns besprochen haben. Wir aber den Anspruch an uns stellen, möglichst viele bis alle Filme, die aktuell in den Kinos laufen, zu besprechen, hat er sich für uns ja eben jetzt die Zeit genommen, hier auch Destroyer nochmal ausgiebiger zu besprechen und präsentiert uns hier seine Meinung. Ich freue mich drauf, dass ihr uns ein bisschen Feedback hinterlasst auf Facebook, Twitter und Instagram sowie beim YouTube-Upload. Ihr könnt euch auch gern mal melden, ob ihr nicht selbst mal Lust habt, hier bei den Telestammtisch-Filmbesprechungen mit dabei zu sein. Wir suchen immer noch neue Schultern, auf die wir die ganze Last der Filmkritiken verteilen können. Denn ihr könnt euch vorstellen, mit durchschnittlich 12, 15, manchmal noch mehr Filmen, die ins Kino kommen, haben wir wirklich jede Menge zu tun, hier alles zu besprechen und müssen uns teilweise ganz schön verbiegen, das irgendwie zeitlich hinzubekommen. Hinzu kommen noch Starts fürs Heimkino und da sind wir für jeden dankbar, der Bock hat, mit uns ein bisschen über Filme zu plaudern. Wenn wir das hier noch ein bisschen aufteilen können, ich habe jetzt gerade was um die 65 Filme, die alle noch in der Pipeline stehen und darauf warten, hier für euch in so eine Filmbesprechung gepresst zu werden. Wir haben die teilweise schon gesehen oder wir wurden eingeladen. Wir haben Singlecasts am Start, Doppel nenne ich sie mal. Wir haben aber auch Teambesprechungen, also ganz unterschiedlichste Formate bzw. ja, Wege, das Ganze für euch zu präsentieren. Und es wäre mir eine wahre Freude, euch hier beim Telestammtisch mal begrüßen zu können. Jo, jetzt lasst es mal krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo, hier ist Johanna. Und hier ist der Maurice. Und wir besprechen heute den Film Eingeimpft von David Sieveking. Der Film geht die Laufzeit, 95 Minuten. Der kommt ab 22. März, ist der auf DVD erhältlich. Er ist, glaube ich, ab 0 Jahre alt und ist eine autobiografische Dokumentation. Um was geht's in dem Film? Wir begleiten den Regisseur und seine Frau bei der spannenden Reise um das Thema Impfe ich mein Kind? Eine Situation, die wir beide auch kennen, privat. Wir sind nämlich liiert. Huhu. Und irgendwann kommt ja dann dieser Termin beim Kinderarzt, wo dann gesagt wird, so, jetzt müssen Sie sich mal über Impfen informieren. Und ja, vielleicht ist dieser Film genau halt auch für solche Menschen was. Oder eigentlich für jeden. Also für junge Eltern dann, ne? Genau. Aber auch für welche, die noch keine sind. Oder alte Eltern. Eigentlich für jeden. Genau, also es geht darum, wir haben den Regisseur und die Hauptfigur sozusagen, der David Sieveking, der sich mit seiner Frau unterhält. Er ist eigentlich fürs Impfen. Sie sagt aber, ich möchte mein Kind nicht impfen lassen. Und dann. Das hast du jetzt auch schon in einem sehr speziellen Ton gesagt. Das wollte ich nicht. Ich wollte es neutral sagen. Ja, sagen wir es mal so, ich glaube, was man vorwegnehmen kann, ist halt einfach, dass sie eine treibende Kraft in diesem Film halt spielt, weil sie halt eine negative Erfahrung gemacht hat mit dem Impfen in der Schwangerschaft, weil sie da sehr schlecht drauf reagiert hat. Und das ist für ihn auch der Anstoß letztendlich, einfach mal zu recherchieren, warum impfen wir, wie impfen wir, warum wird mit den Mitteln geimpft, mit denen aktuell geimpft wird, was gibt es für positive Stimmen, was gibt es für kritische Stimmen und warum gibt es überhaupt kritische Stimmen, wenn doch Impfen eigentlich zweifelsfrei was so Gutes sein müsste. Okay, da können wir schon mal vorwegnehmen an den Kritiken, die wir gleich äußern am Film. Ich habe mich vorhin informiert, Artikel gelesen, auch zu der Auffassung, wie dieser Film aufgenommen wurde und Maurice ist völlig unbedarft an den Film rangegangen. Das sollte jetzt auch wertfrei sein. Eigentlich finde ich auch, dass man jeden Film wertfrei und unbedarft sehen sollte. In dem Fall haben wir jetzt quasi die zwei Meinungen, die zu dem Film dann reden. Gut, dass wir dann einen Film besprechen, damit Leute auf einem Format, wo die dann regelmäßig sich schon vorab Infos reinziehen über Filme.
Danach würde ich dann die Genossin. Ah, ja, genau. alles gut. Also der Film wurde sehr schlecht aufgenommen, wenn ich das jetzt so mal sagen würde, weil, also das war auch meine Meinung, ich kann jetzt natürlich nicht mehr sagen, dass ich objektiv war, als ich den Film gesehen habe. Er fragt quasi im Film die Frage, stell dir vor, du impfst dein Kind und es geht schief. Und darum geht der Film. Aber er stellt meiner Ansicht nach nicht die Frage, stell dir vor, du impfst dein Kind nicht und es geht schief. Also es wird krank. Das wird bestimmt auch mal angeschnitten, aber der einheitliche Tenor des Films geht eigentlich, ist es eigentlich darum, warum sollte ich mein Kind nicht impfen lassen? Ich finde es ganz interessant, weil wenn man von wegen der Film wurde kritisch aufgenommen oder negativ, ist halt einfach, wenn man sich auf IMDb die Ratings anguckt oder grundsätzlich, wie Leute den Film besprechen, bei so einem Thema rückt natürlich die Machart des Films in den Hintergrund, weil es ist ein Thema, was quasi wie eine Facebook-Diskussion ist. Es geht dann irgendwann sehr schnell um ganz viele Themen gleichzeitig. Ich würde ganz kurz sagen, so vom Handwerklichen her, war der Film sehr angenehm zu gucken, war leicht erzählt. Der Protagonist und Hauptregisseur haben wir uns von Yoshis Mutter sagen lassen, hat einen sehr guten Film über Demenz gemacht. Da hat nämlich der Regisseur seine Mutter in den Abstieg in die Demenz, kann man das so sagen? Genau, hat sie begleitet. Genau, genau. Und halt, wie das halt für das Umfeld ist. Also so auch so. Und er ist vom Typ her, wenn man sich einen Protagonisten jetzt vorstellt, was ist er für eine Art von Mensch und ob man sich darauf einlassen kann, ist er so diese typische unbedarfte, nicht naive, aber neugierige Person, die nicht schon vorher eine feste Meinung hat und auch seine Gedanken, sag ich mal, im Off versucht, immer gut rüberzubringen. Während halt alle Personen um ihn herum halt immer eine klare Haltung einnehmen. Und er ist dann quasi in der Rolle des Zuschauers und führt uns eigentlich ganz gut an zu ein paar Orte, wo wir halt eben auch die Historie von, woher kommt eigentlich dieser ganze Impfprozess her, das ist dann immer auch begleitet, um das einen zu veranschaulichen mit nicht fantastischen Animationen, die aber bewusst amateurhaft gemacht sind, um, glaube ich, diesen ganzen Ton der Dokumentation auch einzufangen, weil das halt alles jetzt eher so weniger High Class als so dieses angenehm Beobachtende, ich bin Teil von dieser Familie auf dieser Reise. Genau, also wie Impfen funktioniert, wird per Animationsfilm erklärt, was ich auch ganz angenehm fand. Da kurz zur Erklärung, also der Film mit der Demenz, der hieß Vergiss mein Nicht oder Forget Me Not über die Demenz, der ist auch relativ gut bewertet auf IMDb, während der Film jetzt Eingeimpft, den wir gerade besprechen, unter 4 Punkte hat, also richtig, richtig schlecht bewertet wurde. Dann nochmal zu den Rezensionen, die ich gelesen habe. Dem Film wird auch vorgeworfen, also natürlich auf der einen Seite Futter für die Impfgegner, weil er halt relativ viel Futter für die Impfgegner auch im Film gibt, weil er viel Gegenimpfung sagt. Man muss jetzt einen Mini-Spoiler, aber bei Dokumentationen sind Spoiler immer schwierig. Eigentlich geht es ihm gegen, also er findet raus, dass eigentlich die Totimpfungen das Schwierige sind. Dazu Erklärung, man kann mit lebenden Virenerregern impfen oder mit toten Erregern. Und bei den Toten wird Aluminiumsalz hinzugefügt. Was machen die eigentlich? Das habe ich gerade gesehen. Das ist halt einfach, damit der Körper, weil eigentlich, wenn du tote Viren in deinen Körper kriegst, reagiert dein Körper nicht angemessen und kann nichts davon lernen von der Impfung. Deswegen packt man da halt was mit bei, damit der Körper trotzdem in Alarmbereitschaft ist. Und er begegnet halt auch einer Person, die halt schwer davon betroffen ist, von einer Impfkrankheit. Also sprich, sie reagiert halt so darauf, dass sie halt, also da muss man natürlich immer alles sagen, man weiß es natürlich nicht genau und was gibt es noch für andere Gründe, warum halt diese Person diese Erkrankung hat. Impfkrankheit, ist ganz schwierig jetzt, ja. Genau, ja. Also wir gehen einfach mal nur mal darauf ein, was man da sieht. Mhm. Also, oder ich versuche das jetzt gerade mal, ich versuche mal die Rolle des Regisseurs auch einzunehmen. Ich glaube, wir leben halt in einer Zeit, wo es, und deswegen ist der Film auch so schlecht bewertet worden, wo es, ich finde es gut, dass er versucht, diese Diskussion anzuregen. Und ich glaube, er hat halt auch versucht, also ich glaube, der Regisseur wird, glaube ich, mit bestem Gewissen das rausgeschickt haben und gedacht haben, ich habe beide Seiten gut beleuchtet. Weil er halt, genau, den Eindruck hatte ich nicht. Also er hat die eine Seite schon ein bisschen mehr beleuchtet.
Ich glaube halt, weil er so eine starke Rolle neben sich hatte, die so gegen ist, weil er hat halt ja seine ganz, hat ja super viel Dokumentationsbilder gezeigt, die und von wegen Altersfreigabe auf jeden Fall nicht mit kleinen Kindern gucken, weil halt man sieht sehr, gerade am Anfang viele Szenen, wo ich als jemand, der nicht mit kleinen Kindern und sehr besorgten Eltern gucken. Genau, wo man halt echt kleine Kinder sieht, die halt wirklich schrecklichste Ausbrüche von verschiedenen Krankheiten haben. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, er hat gedacht, er hat es richtig gemacht. Ich stimme aber Yoshi zu, dass es halt eben zu gefärbt ist und er zu neutral geblieben ist. Er hat sich ja extra auch sehr kritischen Menschen gestellt, die halt ihn auch sehr stark kritisieren dafür, dass er sein Kind nicht geimpft hat. Das hat er? Ja, auf diesem Spielplatz. Okay, er hat sich von, ja. Aber das Problem ist, dass der Film hat, sage ich mal, ein sehr krasses Happy End, also im Sinne von bei Impfungen geht es ja darum, und das ist halt das Problem, wir machen hier eine Filmbesprechung und eigentlich keine Diskussion über, soll man impfen oder nicht, deswegen, es gibt aber, denke ich mal, gesellschaftlich und auf einem gewissen Niveau halt einfach eine ganz klare Empfehlung zum Impfen, weil wir sind halt alle profitieren von den Menschen, die geimpft sind, und dann gibt es halt eben die Leute, die halt sagen, ich habe nicht geimpft, trotzdem geht's mir gut, das sind halt dann die Nutznießer, die halt dadurch dann die gefühlte Bestätigung haben, dass sie es besser gemacht haben als die anderen. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, das Problem. Ja, genau, was ich vorhin sagen wollte und vergessen habe. Dem Film wird vorgeworfen, dass er der gefühlten Wahrheit zu viel Raum gibt. Dass die Leute, die gefühlte Wahrheit darstellen, genau das gleiche Gewicht bekommen wie Experten. Und was du gesagt hast, dieses, dass man sich besser fühlt dadurch, wird natürlich noch Raum gegeben. Und dass der Film quasi dazu führt, dass Leute, die Angst hatten, soll ich mein Kind impfen oder nicht, sagen, ja, guck, der Film, der zeigt es, ich soll mein Kind eigentlich nicht impfen. Und das wollte er, glaube ich, nicht sagen damit. Und er sagt ja auch selbst, er findet ja auch raus, dass Impfen empfohlen wird, vor allem mit Lebendimpfungen. Und dass man das eigentlich machen sollte. Aber das schimmert durch den Film nicht durch. Also er hinterlässt so einen Geschmack von, oder wie man im Süddeutschen sagt, Geschmäckle, von, ich sollte mein Kind eigentlich nicht impfen lassen, obwohl er im Film eigentlich sagt, ja, man sollte sein Kind impfen. Genau, also die einzige Empfehlung, die auch im Film ganz klar von allen Fachkräften gesagt wird, ist, dass man mindestens gegen Masern impfen sollte. Dass man Lebendimpfung sollte, man, genau. Da spricht es bewiesen. Genau. Also, und es geht natürlich um dieses Ganze, es geht natürlich dann irgendwann in diese Richtung, ist, inwiefern sind Pharmakonzerne mit daran interessiert, dass man sagt, dann, dass man halt Geld auch natürlich mit Impfungen macht, dass die WHO ein paar Mal nicht gut reagiert hat und man aber das nicht so an den großen Nagel hängt, damit sie halt nicht einen Ruf verliert, weil das halt sehr wichtig ist. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich glaube halt, was macht ein Dokumentarfilm? Im besten Fall ist er halt beobachten und zeigt etwas auf. Zeigt beide Seiten, würde ich sagen. Genau, oder? Ja, genau. Und Problem ist halt, dass der Film halt eine Narrative hat. Eben durch dieses Private und durch die Personen, die da sind. Und deswegen glaube ich halt auch, dass das Problem ist ja, wir behaupten jetzt, und ich würde auch weiterhin behaupten, wir sind im Recht, wir haben unser Kind impfen lassen. Ne? Das ist der Spoiler für unser Privatleben. Genau, mit Totimpfung. Man kriegt für die Leute, die kein Kind haben und die es noch nicht wissen, sorry, dass ich das so unterbreche, am Anfang wird einem gesagt, dass man kriegt diese Sechsfachimpfung mit Totimpfung, und da gibt es schon Kritiken drüber, ob man das so früh machen sollte oder eben spät. Nicht generell, ob man sein Kind impfen sollte, sondern wann, zu welchem Zeitpunkt. Und wir haben einfach das gemacht, was der Arzt gesagt hat, und es ist auch alles gut gelaufen. Und genau, und es gibt auch Fälle, also wo halt Kinder wirklich sehr schlecht von der Impfung wegkommen. Und das ist, glaube ich, halt dieses so zu Risiko- und Nebenwirkung-Problem. Wir Menschen sind nicht alle gleich. Deswegen reagieren wir alle vielleicht irgendwie unterschiedlich darauf. Aber jetzt geht es halt wieder sehr viel ums Impfen. Und ich glaube halt, was man jetzt ja sieht an allen Reviews und auch jetzt halt an dieser Besprechung ist, der Film hat einen sehr guten Job darin gemacht, dass man sich vielleicht kritisch nochmal mit Sachen auseinandersetzt. Nicht im Sinne von, dass man Impfung zwingend hinterfragt, weil ich glaube, jeder, der eine Meinung zum Impfen hat, wird sich in der einen oder anderen Richtung eh wieder bestätigt fühlen. Und das ist die Kritik. Wird man wirklich dazu angeregt, über das Impfen generell hat es der Film erreicht? Oder ist der, was ihm vorgeworfen wird, was ich natürlich vielleicht nur durch die Kritiken jetzt denke, führt er nur dazu, dass die Impfgegner Futter bekommen haben? Ich glaube, wie immer, die Impfgegner würden, selbst wenn an einem Nebensatz, wenn er nur im Film fällt, sich daran hängen und dann, siehst du, da ist ein Aber. Und deswegen würde ich halt sagen, die Mission ist verfehlt, glaube ich. Also für die Diskussion, die dafür ist gesorgt, siehe halt auch, dass der Film halt viel diskutiert wird. Ich glaube,
zusammengemessen an der Tatsache, dass das Pärchen, die beide in der Filmbranche arbeiten, großen Kredit aufgenommen haben, um sich ein Haus während des Films zu kaufen, hoffe ich, dass der Film die beiden jetzt nicht in Ruin stürzt. Ich würde sagen, man kann sich den Film angucken, weil es grundsätzlich einfach ein interessantes Thema ist. Es ist nichts, was euer Bild vom Impfen in irgendeiner Form stark verändern wird. Und man kann über die Musik sprechen, ist von seiner Frau halt gemacht, von der ich jetzt gerade den Namen nicht vorliegen habe. Jessica, mit einem komplizierteren Nachnamen, glaube ich, auch nochmal. De Ruin oder so? Genau, die kennt man aus sehr vielen Uwe Boll-Filmen. Die Musik, ja genau. Ob das für oder sie gegen sie spricht, das sei dahingestellt. Handwerklich war das, fand ich, alles gut begleitet. Schnitt ist sehr gut. De Roy. Hat sehr schöne, also die Bilder sind alle gut gewählt, hat ein angenehmes Tempo, es ist nicht irgendwie was gerusht, aber man hat ja gemerkt, bei einigen Diskussionen, da haben wir uns ein paar Mal angeguckt und dann so, Moment, was haben die jetzt gesagt? Worum ging es denen jetzt eigentlich? Und insofern gebe ich dem Film bei einem Rating von 1 bis 5, von 1 wie Scharlachausbruch bis 5 bis totale Immunität gegen AIDS, eine gut gemeinte 3. Ja, ich fand, bevor ich zu meiner Bewertung komme, ich fand es ja ganz nett, vor allem, weil wir in der gleichen Situation sind, Einblick zu bekommen. Sie streiten sich nämlich auch ein bisschen drüber, wer darf wie viel arbeiten. Er ist ja selbstständiger Filmemacher, er hat sozusagen keinen Auftraggeber. Sie hat immer Auftraggeber. Darüber streiten sie sich über das Alltagsleben, dass das Kind nicht schlafen kann und so weiter. Das war natürlich ganz nett, das fand ich auch echt süß. Der Autor betont auch immer, der Regisseur, dass es ein autobiografischer Film ist. Das fand ich echt nett. Dann kommt wieder die Frage, die Diskussion, die wir hier in-house schon öfter hatten, mit großer Macht kommt auch große Verantwortung. Ja, es ist autobiografisch, aber er wusste, Leute werden seinen Film sehen. Wie viel Verantwortung hat er dann dafür? Und wie neutral und ausbalanciert muss er den Film dann schneiden und auch drehen? Und ich hatte das Gefühl, dass oft geschnitten wurde, dass Sätze, die zwischendrin waren, die fürs Impfen sprechen, ein bisschen rausgeschnitten wurden. Also dass man das Gefühl hatte, er wollte halt eine Geschichte erzählen und dafür wurde dann ein bisschen was weggeschnitten. Das hat mir nicht so gut gefallen. Kann aber eben auch die Beeinflussung durch die Kritiken sein. Auf jeden Fall von 1 wie, oh Gott, jetzt muss ich auch so eine Vergleich finden. Von 1 wie, mein Kind schläft super, zu 5 wie, mein Kind Genau, falsch rum. Also, wie viele Punkte? Ich fand ihn ganz nett und ich mag das, dass man da zur Diskussion aufgerufen wird, dass wir jetzt darüber diskutieren. Aber das hätte mir besser gefallen, wenn er ausbalanciert wäre. Ich werde mir auf jeden Fall den Alzheimer-Film anschauen. Gebe ich ihm eine 2,8, 3,5. Das ist gut, auch man merkt. Wir versuchen, gnädig zu sein. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und schaltet das nächste Mal auch wieder ein und wir freuen uns schon auf die nächste Besprechung. Genau, vielleicht ohne Kindthema und vielleicht bleiben wir dann auch nur dabei, den Film zu besprechen und nicht Impfthema oder Reptiloiden oder was auch immer der nächste Film beinhalten wird. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen hier beim Telestammtisch. Mein Name ist Marcel. Ich führe euch heute durch den Film Wintermärchen. Also, er hat jetzt nicht wirklich viel mit dem Titel zu tun, der Inhalt des Films, so, aber mehr dazu gleich. Erstmal mache ich die Diskussion nicht alleine, sondern habe den Patrick zu Gast. Hallo Patrick. Hi. So Patrick, sag mal kurz was zum Film, so zur Inhaltsangabe. Es geht um ein Terror-Trio. Am Anfang ist es noch ein ziemlich kaputtes Pärchen, das gerne Ausländer terrorisiert und umbringen will. Und irgendwann stößt dann noch ein gewisser Mike dazu. Dadurch gerät das Ganze komplett aus den Fugen und artet komplett in einer Orgie aus Gewalt und Sex aus. Ja, genau. Da bleibt noch hinzuzufügen, dass Lars Eidinger einen kurzen Auftritt hat, nämlich als Kontaktmann vom Verfassungsschutz. Ja, der Film ist überhaupt gar kein Märchen. Also der Titel Wintermärchen ist etwas provokant ausgewählt. Ironisch. Oder ironisch, ja. Patrick, wie hat dir denn der Film gefallen? Also,
Ich fand ihn anstrengend zu sehen und ich habe dich ja vorgewarnt, also wir haben diesen Film beide schon vorab in einem Stream sehen dürfen und ich habe noch direkt geschrieben, dreh den Ton leiser, es wird viel geschrien. Wie hast du das denn empfunden? Ja, ich hab das genauso empfunden. Ich bin sehr froh, dass ich den Film nicht im Kino gesehen habe, weil ich glaube, das wäre so ein Indikator gewesen, um den Kinosaal zu verlassen, weil ich weiß nicht, was die da falsch gemacht haben, aber wenn geschrien wird, wenn es zur Auseinandersetzung kommt, dann ist der Ton so penetrant laut, so, dass das echt keinen Spaß mehr macht. Das ist einfach nur ein Geschreie, sondersgleichen. Also, ja. Aber auch allgemein muss ich sagen, hat mich der Film überhaupt nicht gecatcht. Ich fand's ganz gut, mit welcher Radikalität der an das Ganze rangegangen ist. Also er hat das Thema nicht glorifiziert, sondern hat's wirklich sehr realistisch dargestellt. Das Ganze soll ja so eine Darstellung von den NSU-Morden sein. Jetzt nicht Biopic-mäßig, sondern eine der verschiedenen Variationen. Wir kennen unter anderem ja auch Aus dem Nichts von Fatih Akin, was in auch so eine Kerbe schlägt. Allerdings geht es darum, um die Opfer. Hier geht es um die Täter. Und ja, das Ganze fühlt sich so ein bisschen an, als würde man so die RAF so in der heutigen Zeit erleben. Und das Problem ist, der Film hat null Figuren, mit denen man sich identifizieren kann. Also kein Identifikationspotenzial. So, du bist eigentlich bei dem Ganzen nur ein stiller Beobachter und er ist sehr, sehr, sehr provokant. So, du siehst auch ausgestellte Sexszenen, du siehst sehr viele Sexszenen, du siehst der Darsteller teilweise komplett nackt, ich sag nur die eine Szene, wo sie da nackt baden und so, oder auch die Sexszenen, die meist komplett ohne Klamotten stattfinden. Und deswegen auch, sagte ich ja, es ist eine Gewalt- und Sexorgie und zu diesem Geschrei, ich finde es schön, dass es unbeschönigt ist. Man merkt wirklich, wie kaputt dieses Trio ist, weil sie es noch nicht mehr großartig hinkriegen, sich normal zu unterhalten. Wenn die sich unterhalten, dann schreien die sich oft an. Also Konflikte werden gar nicht mehr groß ausdiskutiert. Das sind alles so Egomanen, dass die oft nur noch rumschreien. Also Diskussionen kriegst du da selten mit. Ja, man muss dazu sagen, das Ganze ist ein deutscher Film, so. Die ganze Situation fühlt sich auch so an. Und das merkt man auch in der Kameraarbeit, an der Wahl der Dialoge. Und meiner Meinung nach ist der Film eher experimentell, so. Den kann man als Experiment ansehen, aber als richtigen Kinofilm würde ich den jetzt nicht sehen wollen. Den kann man vielleicht mal im Heimkino oder auf Arte zeigen oder bei ARD, ZDF, aber das ist jetzt kein Film mit Kinopotenzial, den man sich unbedingt auf der Leinwand geben müsste. Man muss dazu sagen, dieser Film ist wirklich durchgehend solide gemacht. Er ist guckbar, nur er löst in ein unschönes Gefühl aus. Und er ist eben auch anstrengend. Es muss jetzt nicht kein Indikator sein, dass der Film schlecht ist. Aber man muss eben auch wissen, worauf man sich einlässt, wenn man diesen Film sieht. Ja. Zum Cast. Der Cast persönlich sagt mir gar nichts. Regie führt Jan Bonny. Von dem habe ich vorher auch noch nie was gehört. Der hat anscheinend ein paar Polizeirufe und Tatortregie geführt. Das kommt dem, was ich zu dem Film denke, ziemlich nah, weil der Film fühlt sich teilweise auch so an wie eine überlange Tatortfolge, bloß halt aus der Sicht der Antagonisten.
Ja, zu den Darstellern kann ich jetzt auch nicht viel sagen. Die haben zwar alle solide gespielt, aber da waren jetzt auch keine... Doch, man kann zum Beispiel sagen, dass dieser Mike, der bringt neben der Brutalität zum Beispiel auch Humor mit rein. Davor ist es ja schon ein bisschen vor sich hin gedümpelt. Und dann kommt zumindest irgendwie was wie so ein Spannungsbogen rein. Ich bin bei Liebe kein Fan von Dreiecksbeziehungen und Konflikten. Aber durch den wird diese Handlung quasi erst, wenn man das Handlung nennen kann, losgetreten. Und der andere Darsteller, dieser Tommy, der ist eigentlich sehr passiv. Also, dass der so lange seine ziemlich herrische Freundin halten kann oder konnte, war mir auch so ein Rätsel. Ja. Vor allem die war ja wirklich, also man kann sagen, die spielen wirklich gut, weil du findest die wirklich, wirklich unsympathisch. Du hast die quasi schon fast. Du hast auch kein Mitleid mit denen, wenn da mal, auch wenn das in gewisser Weise arme Säue sind, hast du einfach kein Mitleid mit denen, weil die schon davor so viel gerissen haben, dass du denkst, ja, hast du dir jetzt selbst zuzuschreiben. Da stimme ich dir auch zu. Und auch was die Radikalität betrifft, der ist ja auch ab 16 Jahren freigegeben, was meiner Meinung nach völlig berechtigt ist. Was man noch hinzufügen müsste, falls jemand sich fragt, so wie lange der Film geht, der geht 125 Minuten, also viel Sitzfleisch. Er fühlte sich jetzt für mich jetzt nicht so wie 125 Minuten an, sondern eher wie eine halbe Ewigkeit durch das viele Rumgeschrei. Aber ja, ich weiß jetzt nicht, was ich noch zu dem Film hinzufügen könnte. Wollen wir dann mal zum Fazit kommen? Doch. Oder willst du noch was? Ich würde sagen, es ist eine ungeschönte Milieustudie. Also sowas ist der Film gut. Aber jetzt so als Film zum Spaß haben oder für einen Abend mit Kumpels würde ich dem Ganzen abraten. Also eher, wenn man wirklich Bock hat, Abgründe zu sehen, dann guckt euch diesen Film an. Es gibt Schlimmeres, aber es gibt auch deutlich angenehmere Filme in dem Milieu. Und ich wollte schon fast sagen, dagegen ist Natural Born Killers auch ein richtig schön romantischer Film für einen Pärchenabend im Vergleich dazu. Ja, man kann den wahrscheinlich auch zu Recherchezwecken nutzen. Keine Ahnung, wenn man einen Vortrag über NSU... Ja. Oder auf Schulen zum Beispiel, um das dann ein bisschen näher zu bringen, was das für gescheiterte Menschen sind, die hinter so ja, aber dann eher in der Abiturklasse. Ja, natürlich. Ja. Wie also, sieht es denn bei dir wertungstechnisch aus? Wollte ich ja gerade sagen. Wollen wir jetzt mal zum Fazit natürlich kommen? Also, ich fand den Film, also ich wusste nicht, worauf ich mich einlasse. Ich habe bloß gelesen Wintermärchen und dachte, es ist ein interessanter Titel für einen deutschen Film. So, ich habe mir schon gedacht, dass das so in die Richtung Action geht, aber damit hätte ich nicht gerechnet. Ich hätte auch nicht gerechnet, dass es um die NSU geht. Und so, das habe ich erst während des Filmguckens erfahren. Dazu gesagt, ich habe keinen Trailer vorher gesehen. Ich bin also komplett unbefangen in diesen Film reingegangen. Und es war eine ziemliche Tortur. Und es ist zwar teilweise auch interessant zu sehen, so wie kaputt diese Menschen sind und wie die dahin überhaupt gekommen sind. Obwohl das nicht mal richtig gezeigt wird. Es wird vor allem ihre Gewalttaten gezeigt. Das ist so, für psychologische Studien ist das sicherlich interessant. Unterhaltungswert hat der Film keinen, meiner Meinung nach. Also null. Nö. Und ja, wenn du halt dich wirklich mit dem Thema beschäftigst und wirklich auch mehr darüber erfahren willst, auch mehr über solche Leute, wie es überhaupt zu solchen Leuten kam,
So, dann ist der Film ganz interessant, aber auch da gibt es bessere. Ich würde dem Film, ja, ich tendiere zwischen 1,5 und 2 Punkten. Es war einfach nichts. Also, ich weiß, dass der Regisseur, was der Regisseur damit zeigen wollte, er wollte damit provozieren, er wollte damit zeigen, wie schlimm das war mit der NSU und das alles, und das verstehe ich auch, aber nicht auf die Weise. Also das ist ja wirklich mit der Faust ins Gesicht. Ich würde dem Ganzen, also ich wurde genau wie du reingeschleudert, und dann packt ein Film, lässt ihn bis zum Ende nicht mehr los, deswegen erkenne ich das als durchaus solide Leistung an. Ich gebe den 2,5 Punkte, aber es ist ein Film, der löst kein schönes Gefühl in einem aus, und ich glaube auch nicht, dass ich bei dem Film jemals eine Zweitsichtung brauchen werde. Also einmal gucken reicht bei mir. Ja, bei mir auch, und da wären wir auch soweit durch. Man kann sagen, dass die Schauspielerleistungen solide waren, aber das haben wir ja auch schon erwähnt. Ja. Was man dazu sagen muss, wenn ihr euch was erhofft wegen Lars Eidinger, der hat einen ganz, ganz kleinen Auftritt. Also das ist nicht erwähnenswert wirklich. Und ich weiß auch nicht. Der ist gefühlt 1-2 Minuten zu sehen als Mittelsmann, der den beiden, der den Trio sagt, hier, so wie ihr das aufzieht, kann es einfach nicht laufen. Also da sagt der ein. Er sagt ja den dreien das, was der Zuschauer sich eh die ganze Zeit denkt. Er hat da wirklich eine dankbare Rolle. Ja. So gesehen kann man froh sein, dass Lars Eidinger nicht groß in den Film involviert ist und dann auch mit so einer unsympathischen Rolle vielleicht gerade auf dieses Stereotyp festgelegt wird. Wenn ihr jetzt gesagt habt, es gefällt mir nicht, ich will mir den Film trotzdem ansehen, dann guckt ihn euch an. Wenn er sagt, ihr stimmt unserer Meinung zu, dann ist das auch okay. Schreibt uns einfach darunter, falls ihr den Film gesehen habt, was ihr von dem Film haltet. Ob wir das völlig falsch verstanden haben, vielleicht auch. Genau, ob wir das falsch interpretiert haben, was durchaus sein kann, weil wir auch nur Menschen sind. Aber das würde mich mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Und dann danke dir, Patrick. Es hat großen Spaß gemacht, mit dir darüber zu reden. Den Film zu gucken weniger, aber das Gespräch war super. Und ja, dann hören wir uns demnächst wieder hier beim Telestammtisch. Ciao. Ciao. Hallo, hier ist Christopher und ich bespreche heute für euch Destroyer. Der Film ist ein Drama/Thriller, hat eine Laufzeit von 2 Stunden und 3 Minuten. Regie führte Karen Kusama und in den Hauptrollen sind Nicole Kidman, Sebastian Stan, Tatjana Maslany und Toby Kebbell zu sehen. Der Film ist seit dem 14. März in den Kinos. Erin Bell gilt als starke, selbstbewusste Ermittlerin beim FBI. Dann begeht sie im Kampf gegen einen Bandenführer einen gravierenden Fehler. 17 Jahre später wird sie als Polizistin in Los Angeles zu einem Fall gerufen, der dunkle Erinnerungen weckt. Es scheint, als wäre der kriminelle Silas wieder aufgetaucht, der dafür verantwortlich ist, dass Erin eine gebrochene Frau ist. Sie erhält die Gelegenheit, ihre Fehler von damals auszubügeln. Wir alle kennen das. Es ist Award Season und ein attraktiver, glamouröser Filmstar lässt sich auf hässlich und schäbig schminken, um hoffentlich dadurch eine Nominierung abgreifen zu können. Das ist oft sehr kalkuliert, manchmal aber auch absolut verdient. In diesem Fall wäre es das gewesen. Denn dass Nicole Kidman hier keine Nominierung für den Oscar erhalten hat, ist sehr, sehr unfair, denn das hier ist womöglich die beste Leistung ihrer Karriere. Denn es ist nicht einfach nur der Look, es ist alles andere auch, was sie da mit reinpackt. Ihre Körperhaltung, die Art und Weise, wie sie spricht, all das lässt eben auf eine sehr gebrochene Persönlichkeit schließen. Und trotzdem kann sie in Momenten der Gefahr blitzschnell auf Raubtier umschalten und ist eine Kraft, mit der man rechnen muss.
Aber trotzdem ist das keine Performance, die die Amerikaner nennen es gerne showy ist. Es gibt sehr viele stille, leise Momente, denn neben ihren Ermittlungsarbeiten versucht sie auch noch, ihre privaten Probleme mit ihrer Tochter auf die Reihe zu kriegen. Und auch da, es wird nicht viel rumgeschrien, wie man das ja normalerweise kennt in solchen Szenen. Es gibt sehr viel Verzweiflung, sehr viel Traurigkeit, natürlich auch sehr viel Wut. Aber es ist eine insgesamt stillere Performance, als man es zuerst erwarten würde. Es ist wirklich ganz, ganz groß, was sie hier abliefert. Und der zweite große Pluspunkt neben ihr ist die Inszenierung von Karen Kusama. Denn es entwickelt wirklich sich eine sehr beklemmende Atmosphäre im Laufe der Zeit, obwohl der ganze Krimi-Plot jetzt nicht so wahnsinnig interessant ist. Nur Kusama weiß halt sehr gut, ihre Umgebung zu nutzen. Es spielt halt in den Gegenden von Los Angeles, in die man als Tourist besser keinen Fuß setzen sollte. Es ist alles rau, schmutzig, gefährlich. Und es ist einer dieser Filme, der regelrecht im Elend badet. Das ist nicht jedermanns Sache, aber mir hat es sehr gut gefallen. Es konnte durchgehend mein Interesse des aufrechterhalten. Und da fällt es dann auch nicht weiter ins Gewicht, dass die anderen Charaktere eigentlich relativ profillos bleiben. Man hat halt Sebastian Stan, den anderen jungen FBI-Agenten, der in Rückblenden mit der noch jungen Nicole Kidman halt ein Verhältnis beginnt und mit der sie gemeinsam in diese Gang eingeschleust wird. Und man versteht, dass er ihr sehr wichtig ist und dass das mit den beiden eben auf eine Katastrophe zusteuert. Deswegen ist sie ja in der Gegenwart diese Person, die sie da ist. Aber er kann keine wirklichen Akzente setzen. Toby Kebbell als der Schurke auch nicht. Die Darstellerin, die ihre Tochter gespielt hat, Jade Pettyjohn, ist funktional. Sie macht eben einen ganz guten Job als rotzige Teenager-Göre, aber es ist Nicole Kidmans Film, durch und durch. Und es ist einfach nur hochspannend, ihr dabei zuzusehen, wie sie eben versucht, ihren Kopf immer noch aufrecht zu erhalten, obwohl sie wirklich aus diesem in diesem Sumpf steckt, in diesem Sumpf aus menschlichen Abgründen, aus dem es scheinbar wirklich überhaupt keinen Ausweg gibt. Und da ist das Tempo, das die Inszenierung anschlägt, auch sehr angemessen, weil es ist eine Mischung aus einerseits Cop-Thriller und andererseits Charakterstudie. Und es ist von beidem etwas, aber von beidem nicht zu viel. Es ist als Polizeithriller ist er eigentlich zu langsam und als Charakterstudie ist er nicht tiefgründig genug. Aber trotzdem, diese beiden Elemente gehen sehr gut Hand in Hand und machen ihn dann doch zu einem durchaus spannenden Erlebnis, weil man bekommt halt von allem ein bisschen, nur von allem nicht durchgehend zufriedenstellendes. Aber trotzdem tut das dem Gesamteindruck keinen wirklichen Abbruch. Ich würde 3 von 5 Punkten geben. Auf alle Fälle sehenswert. Damit bedanke ich mich. Das war Christopher für der Telestammtisch.